Freunde können wir nicht herbeirufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es wieder so Schnecken sind wahrscheinlich. Ja. So, den ersten haben wir. Einem können wir es aufnehmen. Super. So, die Frage ist, wo ist jetzt der Boss? Von da kamen wir. Dann gehen wir jetzt da rein und da wird der Boss sein. Da wird eine Riesenschnecke sein wahrscheinlich, oder? Schnell den Ritter. Wo ist unser Ritter? Nein! Ich wollte den Ritter holen. Jetzt, Ritter, komm. Ja, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Bluthundritter, sehr gut. Puh, Bluthundritter. Und den das Himmelsbernstein-Medaillon. Das schaut wertvoll aus. Und Punkte 15.000, sehr gut. Ja, wir hatten nicht genug, da hätte ich drauf achten müssen. Der Ritter kostet ja 100%. Deswegen hatten wir nicht genug. Welche Richtung müssen wir jetzt? In diese Richtung, glaube ich. Ich schaue mal aber erst kurz das Amulett an. Oder müssen wir doch in diese Richtung? Diese Richtung müssen wir, okay. Von dort aus kamen wir. Ich schaue mal kurz, um das zu verifizieren. Ne, von hier aus kamen wir, genau. Ja. Passt. Puh, das war spannend. Und Amulett. Amulett, hier. Da oben ist es. Himmelsbernstein-Amulett erhöht die maximalen FP. Das Purpurbernstein-Amulett erhöht die maximalen LP und das die maximalen FP. Aber ich glaube, da ist die Gunst des Erdenbaums trotzdem besser, weil die erhöht ja LP, Ausdauer und Ausrüstungsgewicht. Ich glaube, da fahren wir schon insgesamt besser. So, und hier geht es aus der Höhle wieder raus, wie es ausschaut. Wo sind wir dann? Ah, hier ist ein Ort der Gnade. Ein NPC. Ja. Irgendjemand mit einem Wolf. Cool. Hütte des schlummernden Wolfs. Wo genau sind wir, bitteschön? Ah, wir sind jetzt hier oben. Kristallhöhle am See und dann kommt man da wieder raus. Ist ja cool gemacht eigentlich. Gefällt mir gut. Dann können wir auch gleich mal in diese Richtung reiten. Ich wollte ja eh sowieso da lang reiten. Jetzt reden wir aber erstmal mit der Dame hier. Sie mag uns nicht. Ach, sie hat diese andere Hälfte. Sie hat die andere Hälfte von dem Amulett offensichtlich. Dem allhörenden Barbaren, okay. Okay, interessant. Würde ich natürlich schon gerne wissen, was da los ist. So, hier. Oh, ein Runenbogen. Yes, ein Runenbogen. Ich traue mich trotzdem nicht, die Runenbögen zu benutzen. Die erscheinen mir einfach zu wertvoll. Ja, krass. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Hm. Wir sind ja hier so an der Küste, ne? Latena di Albinauric. Sehr merkwürdig. Und wir könnten jetzt ein paar goldene Runen nehmen und uns steigern. Hm. Könnten wir machen, ne? Ich weiß nicht, wie wir da jetzt wegkommen sollen. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, hier wegzukommen, ist tatsächlich, sich zu teleportieren. Deswegen gibt es ja hier auch einen Ort der Gnade. Ja, scheint mir wirklich so, dass es die einzige Möglichkeit ist.
Finde ich nicht ganz so schön gemacht vom Level-Design, wenn das wirklich so ist, dass es die einzige Möglichkeit ist. Aber gut. Da könnten wir hin, ja. Ich wollte ja eher hier hoch, aber ergibt sich dann halt nicht. Dann zu Patches. Zu Patches und dann da hoch. Ja, das machen wir das. Gut. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann machen wir das so. Gut, hier hat sich ja immer noch, hier ist ja immer noch diese Queste offen mit diesem einen Typen da, der sich in irgendeiner Hütte versteckt. Ich geh noch mal zu der Frau, einfach um uns dann noch mal auf den Laufenden zu bringen, wie das genau war mit der Queste. Wo wir den genau finden. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung mehr, wo wir den finden können. Frisst er uns einfach. Das war ja direkt dort. Das ist ja nicht so weit weg. Gehen wir da mal hin. Ich glaube, da war sie, oder? War da nicht diese Lady? Ich glaube schon. Ah, genau, und da war dieses Fernrohr. Das können wir auch noch gleich nochmal benutzen. Meine holde Maid, bist du hier drin? Und wenn ja, da ist sie. Verlassen Haus ein Stück den Weg runter ausruhen. Genau, und sie möchte eine Halskette haben. Und Peaches hat gesagt, wir sollen ihr helfen. Ein Stück den Weg runter. Wo ist der Weg? Hier. Die Frage ist, in welche Richtung den Weg runter? In diese Richtung oder in diese Richtung? Da ist die Frage, ne? Da muss auch eine Hütte sein. Ich schau mal, ob wir hier was sehen. Wo sind wir? Voll verwirrt, okay. Bin voll verwirrt gerade. Da sind wir, glaube ich, ne? Genau, da ist dieses Ding. Hier wäre der Weg, der würde zu den Ruinen gehen. Das ist eher nicht die Sache. Da waren wir ja. Da waren wir schon bei den Ruinen. Dann müssen wir eher in diese Richtung gehen. Moment. Hier den Weg runter. Und da ist auch, da sind auch Ruinen. Da ist der Patches. Ein Stück den Weg runter. Ja, und hier ist dieses Dorf. Ja, ich würde da eh ganz gerne hingehen, weil hatten wir nicht da hinten irgendwo? Hatten wir da nicht Soldaten gesehen? Warte mal. Da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir jetzt hin. Genau, da wo die Höhle war, wo der Eingang dieser Höhle war. Da hätten wir uns eigentlich auch hin teleportieren können, ne? Na egal. Wo der Eingang dieser Höhle war. Dort habe ich ja noch Feuer gesehen. Da würde ich auch ganz gerne hingehen. Gucken, was da so ist. Da hatte ich ja gemeint, da sehe ich einen Drachen, aber es war kein Drache, sondern es war nur ein Zelt. Hier schaut's, ja genau, hier ist das Ding. Und dann ging es irgendwie da lang. Hier schaut alles so unglaublich gleich aus auch. Ja, wir könnten mit dem Pferd reiten, aber da verliere ich noch mehr die Orientierung, wenn wir zu schnell unterwegs sind, glaube ich. Fürchte ich. Wir müssten dem uns eigentlich gleich nähern. Wir müssten uns dem gleich nähern. Ne? Das hört sich auch sehr toll an. Sehr vertrauenserweckend. So, genau. Hier ist diese Höhle. Okay. Du musst ein Stück weiter links sein. Jetzt kommen wir den Ganzen auf die Spur. Hier muss es sein. Hier muss es eigentlich sein. Also hier sind Lämmer. Hier müsste es sein. Schauen wir mal. Warte mal. Wurden wir da gerade angegriffen? Ja, wir werden gerade angegriffen. Irgendein Zaubertyp. Ganz merkwürdig. Okay. Schwedenschmetterling hat er dabei in der Hosentasche. Klar. Da! Und jetzt ist auf einmal irgendwie alles klar. Gerade eben war es doch noch so ganz düster und neblig. Ich gehe nochmal hierher. Düster und neblig. Aha, hier sind auch noch irgendwelche komischen Wesen. Die haben uns verfolgt, glaube ich, oder? Kann das sein? Die können zaubern, ne?
Klappe halten. Ich habe jetzt gerade angezündet. Also hier ist alles düster und neblig. Ja, definitiv. Aber da liegt es im Licht. Und war das das, was wir gesehen haben? Ich denke schon. Ich gehe da noch mal ein bisschen entlang, ob wir da hinten die Höhle haben. Ach, wie witzig, dass hier alles im Licht liegt. Dann können wir ja mal hier hochreiten. Genau das, was ich machen wollte. Ist da nicht sogar ein Weg? Ja, hier ist der Weg. Ja, wir haben genau den Weg ja auch gefunden. Das heißt, da hinten müsste eigentlich diese Höhle sein. Der Eingang zu dieser Höhle. Ach, wie schön mal im Sonnenlicht, wie das mal zu laufen. Stimmt das, dass hier der Eingang zu dieser Höhle ist? Was ist denn da los? Das sind einfach nur Kristalle, oder? Ja, hier ist der Eingang zu dieser Höhle. Genau. Ganz genau so ist es. Okay, super. Dann bin ich gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ja, genau. Das war's. Da unten ist schon mal so eine schöne Statue. Das bedeutet wohl, wir können unsere Freunde rufen, oder? Wir müssten eigentlich gleich unsere Freunde rufen können, ja. Das liegt aber nicht an der Statue, das liegt an so einer anderen, so einem anderen Stele. Wen rufen wir? Die Halbmenschen. Den einen Jünger, den möchte ich gerne rufen. Den haben wir nicht so oft. Und der schaut auch sehr cool aus, oder? Sehr robust und sehr cool. So, das ist der Boss. Ganz eindeutig. Und der kriegt schon schön ab von einem Jünger. Oh, Feuer. Ja, der Jünger ist schon eine gute Unterstützung, definitiv. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viele Punkte er gebracht hat, aber viele. Der Jünger ist verschwunden, das heißt, es gibt keine Feinde mehr. Das ist Gebetbuch der Feuermönche. Das bedeutet wahrscheinlich, da sind neue Anrufungen. Da sind neue Anrufungen drin. Dann sollten wir demnächst mal wieder in die Tafelrundfeste gehen. Feuer mich, sporne mich an. Ich schau gerade, ob hier noch irgendwo... Oh, schaut mal, da oben kommt eine Prozession. Ich wollte gerade gucken, ob hier noch eine Kiste irgendwo ist, aber ich sehe keine. Da ist keine, ne? Gruselig. So, komm nicht hierher. Ganz kurz mal. Nee, Objektherstellung noch nicht. Das Buch. Wo finde ich das Buch? Hier, oder? Da muss ich es finden. Gibt diesem studierten Kleriker, um neue Anrufungen zu lernen. Genau. Das werde ich machen. Cool. Ah, sie haben sich wieder in die andere Richtung bewegt. Dann werde ich dem mal, dem Boss hier mal von hinten Bescheid sagen. Und dann schauen, dass ich wegkomme. Ja. Was es hier gibt. Wie schnell? Oh. Sind schon nicht mehr hinter uns her. Gut. Ja, wenn wir den Boss erstmal haben, ist, glaube ich, der Rest ganz okay zu besiegen. Aber dieser Feuerboss, das ist schon nicht ohne. Jetzt ziehen sie sich zurück, rückwärts natürlich. Damit wir keine Chance haben, die einfach... Ah, schaut mal, einer ist da reingelaufen. Ich glaube, den können wir alleine stellen. Ne. Verschwindet schon. Der Boss gibt noch nicht auf. Die anderen haben schon aufgegeben. Jetzt gibt er, glaube ich, schon gleich auf, oder? Jetzt gibt er auf. Sehr schön. Unsere Chance, ihn zu backstabben. So, die Ladies kommen. Aber...
wollte gerade sagen, vor denen habe ich keine Angst, aber wenn die alle zusammen ankommen, dann ist das auch nicht ganz ungefährlich. Coole Waffen haben die auf jeden Fall. Das darf man unterschreiben. Sehr coole Waffen. Wie viele Punkte haben wir? 17.000. Viele brauchen wir nicht mehr für die nächste Stufe. 8.000 brauchen wir noch. Die geben uns 100. Ja, ist doch ordentlich. So, das war die letzte. Jetzt geht es hier hoch. Ich glaube, dass da irgendwo eine Kirche ist. Die würde ich ganz gerne untersuchen. Hier ist ein alter Wagen. Gucken wir mal, was es dazu, was da geboten ist. Was da zu finden ist. Aha. Ein Ballistenbolzen und ein Gegner. Ach, so einer. So ein Wächter. Cool. Die sind heftig. Habe ich jetzt alle besiegt? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal in diese Richtung. Jetzt ist es tatsächlich noch weiter hoch. Ich glaube, da geht es dann nicht weiter hoch, ne? Da geht es dann runter ins Seenland, also da, wo wir hergekommen sind, sozusagen. Ja, ich würde das ganz kurz untersuchen, bevor wir in die andere Richtung gehen, wie es da weitergeht. Und ob hier oben noch irgendwie was versteckt ist. Ja, da ist was, zumindest was zum Sammeln. Aber sonst ist hier nichts versteckt, wie es ausschaut. Manchmal sind da ja NPCs oder irgendwas ist da ja oft versteckt. Vielleicht wenn ich da hochgehe. Aber ich glaube nicht. Dass da was ist, oder? Nee. Gut, also da ist schon mal nichts. Dann können wir uns in die andere Richtung wenden. Also dahinter. Ich habe ja gesagt, ich schaue erstmal, wie es da weitergeht. Da geht es nach unten, das wissen wir schon, aber wie geht es hier oben weiter? Da geht es in diese Höhle rein. Ja, aber kommt man irgendwie da hoch? Das ist die große Frage. Geht es da nach oben weiter oder geht es dann nicht nach oben weiter? Ich glaube, es geht nicht nach oben weiter. Nee. Höchstens hier, aber da kommst du auch nicht weiter. Da geht es weiter und da sind dann noch ein paar Drachen. Interessanterweise. Okay. Und dann hier geht es dann weiter, aber auch nicht so viel weiter. Nur ein kleines Stück. Okay, und hier geht es dann nach unten, ne? Wollen wir natürlich jetzt nicht ausprobieren. Ja, genau. Also hier geht es nicht weiter. Gut, gut zu wissen. Man kann natürlich da irgendwie hochkommen, aber nicht auf diese, auf diesem Weg. Dann gehe ich mal die Drachen da unten besuchen. Ist das eine Höhle? Ich weiß nicht, sind das wirklich Drachen oder sind das doch Fledermäuse? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind eher Fledermäuse. Ah, jetzt hat er uns erwischt. So, jetzt haben wir alle. Gut, die haben wir erwischt, erledigt. Wie viele Punkte haben wir? 17.700, da fehlen noch ein paar. Also 20.000 möchte ich auf jeden Fall haben, um dann die Runen einzusetzen. So, geht's hier hoch? Geht's hier hoch? Ich würde sagen nein. Nee, schaut nicht so aus. Nö, da geht's nicht weiter. Und geht's da in diese Höhle rein? Hier, oder? Geht's da? Also eine Höhle ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, dieser. Ja, doch, eigentlich ist es ja eine Höhle, ne? Diese Aussparung im Felsen. Ah, da unten sind die Leichen von denen, die wir gerichtet haben, von diesen Mönchen. Ja, das ist dieser Felsen, dieser riesige Gefäßdom. Und da ist auch, sind Krabben. Da sind Krabben, okay. Und da oben ist auch irgendwas, was leuchtet.
Ja, ich glaube, das sind einfach nur diese Dinger da, diese Bäume. Was machen denn die da, die Krabben? Ganz merkwürdig. So, das ist jetzt aber nicht unser Thema. Wir gehen jetzt in die andere Richtung. Das Gebiet untersuchen wir später und jetzt gehen wir da hoch und schauen, was da oben ist. Das ist ja unser Ziel schon seit mehreren Aufnahmen, glaube ich sogar, dass wir mal da hoch wollten. Und jetzt haben wir unsere Gelegenheit gefunden. Der Weg ist frei nach oben. Was gibt's zu finden? So, hier müssen wir auf jeden Fall langsam wieder aufpassen, weil da war, glaube ich, der Wagen, genau, und hier wurden wir angegriffen von diesen komischen Typen. Und es ist doch ein ganz schön weiter Weg jetzt dahinter. Hier ist die Hütte. Ah, hier ist die Hütte. Hier ist diese Hütte. Das heißt, wenn wir hier runterspringen, kommen wir zu dieser Hütte, glaube ich, irgendwie, oder? Also ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Aber sie ist auf jeden Fall da. Aber runterspringen kann man nicht. Man muss schon durch die Höhle gehen. Die Kristallhöhle. Oder man muss sich halt hin teleportieren, nachdem man die Höhle gemeistert hat. Und das haben wir ja. Mit Bravour, möchte ich sagen, oder? Naja, gut, wir sind zweimal gestorben, aber trotzdem mit Bravour. So, hier ginge es runter, aber da wollen wir nicht hin. Es regnet jetzt wieder. Gerade eben war es so schönes Wetter. Schon regnet es wieder. Also hier könnte es sein, dass hier einige von diesen Wächtern auf uns warten. Das war ein. Ja, da sind sie ja schon. Da sind sie ja schon. Haha. Ich habe es gerade noch gesagt, ne? Und schon sind sie da. Die sind an sich gar nicht so gefährlich, aber wenn sie zu mehreren auftauchen, können sie ziemlich schnell zum Tode führen. Das wäre hier unangenehm, weil der nächste Ort der Gnade ist ziemlich weit weg. Da ist einer. Kann man den vielleicht von hinten? Ich habe noch einen gehört. Wo ist er? Da. Sehr schön. Säge des niederen Soldaten und Beinschutz des niederen Soldaten. Können wir alles wunderbar verkaufen. Was gibt es hier noch? Gibt es hier was? Nö. Dann geht es in diese Richtung weiter. Da hinten lang nicht. Hier geht es lang. Ich gehe mal hier lang. Und ich gucke, glaube ich, kurz mal auf die Karte, wo wir gerade ungefähr sind, damit wir einen Plan haben. Wir sind ungefähr bei der Hälfte. Ja, bis hierher geht's. Also weiter geht's nicht, weil hier kommt, glaube ich, dann eine Klippe, weil da geht's ja dann weiter mit diesem Händler, bei dem wir ja auch schon waren sogar. Dann nochmal zurück hier in die Höhlen. Nicht der letzte gewesen sein, schätze ich. Oder? Ja, genau, da ist noch einer. War das der letzte? Kann sein. Wir werden es feststellen, wenn wir nochmal angegriffen werden oder eben nicht. Hier ist sonst offensichtlich. Ach nee, jetzt gehen wir in die falsche Richtung. Jetzt gehen wir in die falsche Richtung. Da lang müssen wir. Also es scheint hier keiner mehr zu sein. Die Frage ist, was haben die bewacht? Haben die was bewacht? Es sind immerhin Wächter. Diese Passage haben sie halt bewacht. Okay. Punkt haben wir 18.500. Das gefällt mir sehr gut. Diesen Weg hier sind wir schon runtermarschiert.
Ah, da ist ein Siegel. Da ist ein Siegel, die bewachen ein Siegel. Und das ist natürlich ein Siegel, weil hier kein Ort der Gnade in der Nähe ist, das doch ein bisschen unbequem zu erreichen ist. Aber dafür gibt es ja den Weg. Ja, da hinten ist der Strudel, der Luftstrudel. Aha, ich habe dich gesehen.